Das ist natürlich auch schön, weil man muss jetzt dazu sagen, der Benny kann mit Puppen so gar nicht irgendwie. Ne? Das sieht alle, das ist alle mir nicht so geheuer, wenn du da so vorbeirennen kannst. Spielst du gerade auf Zeit, Benny? Man könnte meinen. Mann. Oh, schön. Das erinnert mich. Ja, gibt es das nicht als IKEA-Bild? Die Hängebrücke? Oh. Wir laufen mal durch. Hallo. Das ist die Art und Weise des Architekten, dir zu sagen, du bist zu dick. Was? Von mir. Nee. Ethan. Das ist nicht mir. Ja, das ist unsere Frau. Geh da hin. Los, das ist unsere Frau mit dem Kind. Die kann es doch nur sein. Ist doch logisch, dass sie hier ist. Ethan, komm mit. Ich muss dir was sagen. Mir? Komm mit, ich muss dir was sagen. Sag's doch hier. Wow. Wollte gerade sagen, sag's doch einfach. Okay. Wollte gerade sagen, warum kann ich kein Messer oder keine Waffe oder sonstiges auswählen? Ach, guck mal hier, das kleine Lämpchen, das bringt's hier. Ja, dann kümmern wir zu unserer rechten Hamburger Haus. Bini Viento. Komm hier hin. Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Ich schlag nie wieder so eine Statue. Hände weg von den fetten Bocelli-Engeln. Ethan! Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real. Oh. Ja, warum gehst du ihr denn hinterher? Also warum gehe ich ihr hinterher? Aha. Da sind doch schon wieder Puppen. Oh, so, was ist denn das für ein Happy Place, Alter? Oh, schön. Schön. Wo kommt das Licht her? Ah, Beneviento. 1987 bis 1996. Mia Beneviento? Spinne ich jetzt? Warst du das gerade oder war das Ethan? Spinne ich jetzt? Das war Ethan. Gib deine Erinnerung ab. Nee. Das klingt jetzt der Kummerkasten, Alter. Also, wir müssen unsere Erinnerung abgeben. Klar. Achso, unser Foto. Das Foto, was wir haben. Ja, wahrscheinlich. Hier, Oh, nee. Ob den Shit. Oh, der sieht aus, Alter. Was zum Teufel? Ach, shit. So, kann ich jetzt mein Foto wieder nehmen? Halt. Dein Foto ist weg, Alter. Dein Foto ist weg. Mach die Tür zu. Wo ist mein Foto? Nee, mach die Tür zu. Da ist kein Schlitz. Okay. Tür frisst Foto. Ey, jetzt sag mir nicht, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Ja, wunderbar. Wir sind herzlich willkommen hier wieder in den Katakomben. Nice. Und einem Fahrstuhl. Sind wir gleich am Schluss. Jetzt ernsthaft? Also, hier? Ja, klar. Auf geht's. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Ja, genau. Du, Licht aus. Klar, ich sehe gar nichts. Come with me. Ja. Come to my happy place. Okay. Weiter geht's. Man muss aber wirklich sagen, bis jetzt ist die Story doch noch relativ so dicht geknüpft, dass sie nicht vorhersehbar ist irgendwie. Also ich kann mir bis jetzt nicht wirklich zusammenreimen, auf was die jetzt hinaus wollen. Nee. Also, nee. Einfach nee. Oh, ey, da musst du doch, ey, hier kannst du doch aber auch nicht, da kannst du doch nicht drin pennen, Alter. Da musst du ständig pinkeln, Alter. Jetzt Zeit läuft das Wasser, das kann doch nicht gut sein. Aus, Beneviento. Okay, bevor wir da reingehen, gucken wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen, ne, um und so.
Benny Glover, da ist nichts. Ich glaube, du sollst einfach nur einnehmen. Nein, nein, nein. Wir gehen erstmal hier gucken. Hier gibt's bestimmt noch sowas wie Kräuter und. Nope. Schießpulver? Rostige Reste? Nee, ich gehe jetzt einmal außen rum. So. Hallo? Schade. Guck mal hier, ist doch. Eine Ziege? Da, haha! Du wolltest reingehen. Hätten wir die Ziege verpasst. Ja, und jetzt? Nee. Gehen wir jetzt drin? Gehen wir jetzt drin, Benny? Nee, wir müssen noch ganz kurz hier nochmal alles auskundschaften. Aha, verstehe. Warte mal, hier gibt's doch bestimmt noch eine andere Seite. Hier, guck mal, hier geht's doch auch bestimmt lang. Warum bin ich hier so scheiße langsam auf einmal? Weil sich kleine Puppen an deine Füße gehangen haben. Sag, Blick nach unten. Hallo? Muss ich sagen? Spindel liegt am Boden. Also, der erste Eindruck, wenn ich mir jetzt nur das hier angucke, sieht schick aus. Ja. Würde mir wieder gefallen. Gefällt mir besser als das Schloss. Also ist zwar natürlich alles sehr, sehr alt und sehr drückend, ne? Aber hat was. Ja, bis auf die Bilder hier mit ihr hier, ja, beziehungsweise mit der da. Bam, bam, bada, bam, bam. Oh, schön, schön, schön. Das finde ich ja gut. Nee. Finde ich nicht. Doch, also, das ist ein schönes Zimmer. Ja, na, jetzt mal von den hässlichen Puppen nochmal abgesehen. Okay. Das Zimmer. Toll, toll, Junge. Zimmer, das Zimmer. Richtig schön. Mhm. Aber Puppen, nicht mein Ding. Wir waren noch nicht hoch. Warum ist denn so? Geh da erstmal unten irgendwie rein. Check da erstmal in die Etage. Hab ich doch. Hier will ich nicht rein wegen Gerda. Geh rein da jetzt. Sei nicht so ein Schisser. Ah! Ich dachte, da ist jetzt eine größere Puppe. Alter, eine Decke und ein Kissen. Ja, ich hab gedacht, die liegt auch schon wieder eine Puppe oder so ein Blödsinn. Bleib ruhig, Benni. Ich bin doch bei dir. So, liebe Leute, wenn euch das gefällt, wie Benni jetzt hier gerade Blut und Wasser schwitzt, dann lasst doch bitte ein Like da irgendwie. Würde uns sehr, sehr gefallen. Ja. Dann würde sich das Ganze hier auch gelohnt haben. Oh Gott. Kann ich die abschießen? Nee, kann ich nicht. Wehe, du bewegst dich. Und ja, es war ein Sicherheitsblick. Ich habe geguckt, ob sie noch da steht. Oh, das ist ja mal eine widerliche Tapete. Das sieht ja mal beschissen aus. Oh Gott. Oh, wer macht denn sowas, ey? So ein Raum? Geil? Und. Warum? Also, das ist da. Da kotzt doch Tine Wittler am Quadrat, Alter. Da kannst du doch auch nicht mehr mit Duftkerzen retten, Alter. Oh, nee. Okay. Ich bewege mich generell sehr langsam hier, habe ich das Gefühl. Auch das Schlagen ist irgendwie. Ja, langsamer. Ja, wahrscheinlich halt kleinere Gegner irgendwie. Damit du das Gefühl hast, irgendwie nicht schnell noch wegzukommen. Toll. Guck. Ja! Jetzt geht's, das ist ja interessant. Das sieht nicht so sicher aus. Ja, ah, komm mal einen in den Gambien-Modigen-Fahrstuhl. Und wir fahren jetzt erstmal wieder. Das geht nach unten, Alter. Klar. Unten ist uncool. Das sieht alles aus wie aus der 80er irgendwie. Ja, mit diesen Holzverkleidungen, ja. Denkt man, man ist in Twin Peaks, was nicht untersuchen. Ein Sicherungskasten. Aha. Oh nee, ein Sicherungskasten. Oh, guck mal hier. Der heimische Heimkinopalast. Mit den neuesten Blockbustern. Zum Beispiel. Kacke. Lidl Weapon 2. Oh, da fehlt ein Film. 1, 2, 4, 5. Bestimmt Independence Day oder so was läuft jetzt hier gerade. Ja, kann jetzt erstmal hier nichts machen. Übrigens ist das Sprinten. Das ist super langsam, ey.
Naja, vielleicht wollen sie aber dadurch halt auch, wie gesagt, ich gehe mal von aus irgendwie, dass sie da ein bisschen diesen Effekt pushen wollen irgendwie, dass du vielleicht nicht schnell noch wegrennen kannst oder irgendwas. Weil die Wölfe sind schon sehr schnell und da musst du halt selber auch sehr schnell sein. Ah, so eine schöne garnierte Obst, Alter. Feinet. Warum kann ich... Okay. So. Also ich finde es erstmal recht beruhigend irgendwie. Also es wirkt alles sehr beruhigend auf mich. Ja. Jetzt erstmal nicht. Okay. Also man hat nicht so das ständige Gefühl der Bedrohnis irgendwie. Oh. Ein irisches Volkslied. Oder ein mittelalterliches. Ah, oh, die Puppenwerkstatt. So, ich danke für heute. Das war's. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar und vergisst nicht, den Channel zu abonnieren. Bis dahin sage ich erstmal Tschüdüdü, reinjauen. Als ob ich jetzt da reingehe. Ja, das tust du. Das ist jetzt nicht euer Herz. Ja, genau. Ja, Herz allerliebst. Wiesen atmet schwerfällig. Ach, guck mal, das haben man ja dann sehr schnell gefunden. Ja, glaub mal, nee. Kennst du diese Puppe? Ja, das ist die von dem, ne, eine von den vier Lords. Ich habe Angst, wenn ich das jetzt nehme, dann macht die einen auf. Nein, ja, das kriegst du nicht. Nee, und haut den da ab oder so. Dann guck dich erstmal im Raum um irgendwie. Das hinten sieht zum Beispiel eine Schreibmaschine. Könnte man selbst. Bah! Ja, ich habe mich selbst erschrocken über meinen eigenen Schuss. Wo ist eine Schreibmaschine? Da. Ah, safen. Okay, wir haben gesaved. Nice. Selbst Ethan rastet hier aus. Versteht er? Hört er ihn atmen? Ja? Ich kann's verstehen. Ja, verstehe ich aber auch nicht, warum kriegst du jetzt da so Schnappatmung? Ja, wegen dieser scheiß Puppen. Naja, also hier bin ich aber der Meinung, hat er schon Schlimmere gesehen in dem Spiel irgendwie als ein paar Puppen. Oh je, was liegt denn unter dem Tuch eigentlich? Ja, kann ich nicht aufheben. Vielleicht die Mami von ihr hier? Da, ich gehe aber vollkommen mit dir, Benni, irgendwie, wenn du jetzt sagst, also die, man wird es jetzt nicht einfach nehmen können. Da fehlt uns ein Symbol. Ich kann die anderen Symbole nehmen. Ah, ach hey, na klar, hast du so eine abstrakten Zodiacs hier einstellen? Oder? Oh, mit links, rechts, oben und auch, nee, das kann ich doch jetzt mal hier. Mehrere Augen, okay. Und hier kann ich... Nee, hier muss ich was einsetzen, okay. Sieht aus, als könnte man hier etwas einsetzen. No. Mensch, Benni, woher wusstest du? So, na dann so. Komm, dann triggern wir den Shit jetzt hier, Alter. Komm. Ich habe so lange auf dich gewartet. Hi, Lara. Nein. Was? Wo ist meine Waffe? Wie? Oh. What? So, man What? Stelle sich. Ja, pass auf, jetzt. Man stelle sich vor, man ist jetzt Lara Loft, die das Spiel ebenfalls gespielt hat, bin ich der Meinung. Und wird jetzt durch ihre eigene Stimme quasi gejagt. Das muss doch erstmal beschissen sein. Ich. Ja, bist halt waffenlos. Und, Alter, jetzt ist und schon ist die Bumsbude zu, Alter. Dann, los geht's, Dr. Bibber. Was? Blinkwinkel recht? Echt? Was? Ah, die rechte Schulter untersuchen? Ja, okay, Es entfernen. Aha, okay. Silberner Schlüssel. Was haben wir denn daneben? Liegt da was für ein Foto? Können wir uns das angucken? Also der Schlüssel. Was
Nein. Wie viel Energie sie schon hat. Was? Oh, mir. Lol. Diese Puppe ist Mia? Guck mal, die Einschussdinger hier. Aha. Okay. Auge. Aha. Also ich kann nur so machen, W und S. Dann machst du so und dann beenden. Und das warten wir nicht. Mund. Wir untersuchen den Mund. Ja, dann mach mal den Mund auf. Okay. Etwas scheint in ihrem Mund zu stecken, aber mit bloßen Fingern kann man das nicht rausholen. Ah, da wird dieser Film drin sein. So, was haben wir hier noch? Die Brust. Holzbusen. Man macht ja also fest, dass es nur mit einer Schere zu entfernen geht. Okay. 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 Hier gibt's noch was? The Ring. Was, jetzt Puppenfinger? Finden wir jetzt den Puppenfinger? Oh, wie bei 7. Den Clownsfinger. Blutiger Ring. Okay. Können wir hier jetzt noch machen? Okay. Aufziehschlüssel. Also können wir hier die Puppe Stück für Stück auseinandernehmen, habe ich das Gefühl. Sonst noch was? Okay, da kann ich nichts machen. Das heißt, ich muss hier nach oben. Und Unterarm entfernen, klar. Aha. Ja, so. Drei geschlossene Augen. Eine Bürorin irgendwie mit dem silbernen Schlüssel. Weil da wird dann wahrscheinlich dann auch sowas wie eine Schere oder sowas sein, um dass ich... Immer auch, ja. Genau. Warum brauche ich so einen Mülleimer? Ich glaube, das wollen wir nicht wissen. Ach, guck mal. Kennst du das? Objektrecycling. Okay. Und? Seite verschlossen. Achso, ich kann hier einfach nur schließen sagen. Okay, das ist verschlossen. Gar nichts, Alter? Nichts? Nee. So, hier Wasserhahn. Den Wasserhahn kannst du aktivieren. Den Ring könnten wir jetzt mal checken. Setzen wir ihn wieder sauber an, ne? Ehering. Da fehlt aber noch was. Die sind ja euch, Alter. Ehering! da fehlt aber noch was. Also im Ehering. Ja? Ich glaube, da ist so ein Steinchen oder sowas. Aber sonst kann ich hier nichts machen. Fehlt was im Ring? Warte. Der Ring vom Blut befreit. Er sieht exakt aus wie Mias Ehering aus. Ah, aha. Eine Kombination. 05-29-11, okay. Also, Hochzeitsdatum. Nur ich weiß, auf Huf da. Und damit kommen wir aus der Tür raus. Also aus fachmännischer Sicht muss ich mal sagen, ist der Fußboden nicht gut verlegt worden mit Linoleum. Es wälzt sich stark auf. Aha, ist das eine... Eine schwangere Frau. Wird das schräg hängen? Ja, wir können ja damit nicht... Also, okay, keine Interaktionsmöglichkeit. Okay, gut. Bild, was an Schnüren hängt. Ich würde gerne meine Waffen wieder haben. Woll! Ist auch toll. Türen, die ja in beide Richtungen aufgehen. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit mit Ethan. Leider spielt sie nicht mehr.
Oh. Hier. Wie kommt die hierher? Oh, okay. Schau mal, ob wir die Kratzer übereinbringen können. Pack mal das zweite Rädchen nach ganz vorne. Also das zweite von rechts ganz nach vorne. Das zweite von rechts ganz nach vorne. So. Ah. Na? Das passt. Und jetzt müsst ihr hinhauen. Ja. Fleißig. Ah. Eine Pinzette, na schön. Da können wir jetzt erstmal das aus dem Mund holen. So, dann machen wir mal Munduntersuche. Machen wir mal den Mund auf. Dann nehmen wir uns hier die Pinzette. Schöne Pinzettchen. Und holen uns mal den Film daraus. Oh. Ah, Film. Wie ein Affen. Wer? Was? Wer ist er? Das Kind ist nicht von Ethan, das Kind ist vom Vater. Scheiße. Oder von Lukas. Ach, du. Nee, bitte nicht. mich wundert gerade, habe ich hier das. Nee, da haben wir noch nichts. Nee. Aber wir können ja hier schon mal einstellen für den da. Der ist jetzt ja, richtig. Der ist so ja richtig, genau. Und das da. Und der war ist mit, auch richtig. Nee, war also doch auch gezogen. Drei geschlossene Augen waren's. Achso, okay. Scheiße. So, jetzt müssen wir wieder dahin, wo die Filmstreifen waren, kann das sein? Richtig. Ey, das ist doch wieder so ein. Ach Mann, ey, das wird doch wieder so ein. Oh, das war mir. Das war nur deine Frau, beruhig dich. War nur deine Frau. Als Geist und ist sofort verschwunden, aber es war nur deine Frau. Hallo. Ich würde mich um einiges sicherer fühlen, wenn ich eine Waffe hätte. Immer noch. So, lass mich raten, die Sicherung, da kann man nichts machen. Du bist nicht in dieses Schloss. Okay, wir müssen ja in. Warum? Was mache ich jetzt zuerst? Erstmal lesen wir. Unsere glückliche Familie. Erstens, Rose bester Freund auf der ganzen Welt. Zweitens, diese Geschichte liebt sie. Drittens, das Wichtigste in unserem Leben. Viertens, ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Fünftens, Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Ach, jetzt musst du das wahrscheinlich in so eine Reihenfolge bringen. Ja. Okay. Kann ich jetzt hier schon. Ja, das sehe ich ja hier schon. Warum muss ich mir jetzt den Filmstreifen an. Ah, okay. So, erstmal hier. Ich würde mal sagen, die 2 kann ganz nach hinten. Der Beweis der ewigen Treue ab auf die 5. So, dann die Geschichte. Das ist Oma? Wo war Oma? Tausch mal Village of Shadows mit Rosie. Rose. Ich glaube, weil Rose war doch auf der 3, ne? Wenn ich guck mal nochmal kurz, bitte. Rose, bester Freund auf der ganzen Welt, ist der Affe. Die Geschichte liebte sie. Das ist Shadow. Das Wichtigste in unserem Leben ist Rose und die Oma ist das Hochzeitsgeschenk. Das haut alles hin. Na, dann sagen wir mal abspielen. Aha. Oh, ich stelle noch so ein. Blair Witch Keller. Ach, das. Oh, schön bitte. The Ring. Ich korrigiere mich. Oh Gott. Ja. Nee. Ja. Ja. Hey, ich bin so froh, dass ich das jetzt nicht spielen muss. Ich bin so. Oh, Benny, oh nein! Scheiße. Sei tapfer, Mann. Haben wir hier irgendwo einen Savepoint? Ich würde jetzt gerne aufhören. Für immer. Oh nein, das Publikum will nicht, dass du aufhörst. Oh Mann. Shit.
Ja! Oh, ja, genau! Alter, großartig! Oh. Ja, hallo, Ladies. Hello, my friends. Oh Gott, da ist eine Schere. So, die brauche ich. Ja, danke. Oh, wir müssen leider zurück. Oh, die Schere, die brauchten wir ja für, ne? Da hinten für die Brust, für den Verband und so. Brust? Da müssen wir, glaube ich, erstmal. Ob man dazu sagen darf. Ist immer noch deine Frau, beruhig dich. Warum geistert die denn hier einfach so rum? Das ist halt ihre Ecke da vorne, wa? Ja. Kann man den Blick abschneiden jetzt? Warum ist die Tür auf? Was? Mach die Tür zu. Danke. So, wir nehmen die Schere. Wir schneiden jetzt hier den Verband auf. Das kommentiere ich jetzt nicht. Und da ist die letzte Scheibe. Hallo? Geh mal bitte nochmal ins Arbeitszimmer zurück, bevor wir jetzt da hinten die Scheibe einsetzen. Weil es kann nämlich sein, dass dieser kleine Durchgang mit dem Holz vielleicht einfach nur ein kleines Versteck war für irgendwas. Also ich laufe für dich gerne da nochmal hin. Ich wollte zwar gerade speichern, aber du, ich mach das. Gar kein Problem. Da ist, da hinten, ne, ich weiß, dass ich da noch durchlaufen hätte können. Aber ich wollte es erstmal vermeiden. Guck mal, das ist ein Telefon. Aus verschiedenen Gründen. Schneid mal durch den Mist. Schere. Ich bin mit Blut in Bandagen abgesperrt. Ein Telefon. Nö, abnehmen. Klingelt ja nicht. Mann, los, nimm ab, Alter. Nein, das klingelt nicht. Wenn es nicht klingelt. Hab ich so eine Angst. Was ist das denn? Oh Gott, hier muss ich wieder was einsetzen. Ja, ja, ja. Guck mal hier, kann ich aufmachen. Guck mal hier, dann komme ich nämlich. Aha, aha. Wusste ich. So, abnehmen, sagst du. Okay, komm, wir nehmen ab. Wow. Nimm ab. Es hat nicht geklingelt, warum sollte ich abnehmen? Weißt du, jetzt laufe ich da hinten lang, jetzt fängt es gleich an zu klingeln, dann heißt es, Benni, da klingelt. Geh mal hin, nimm ab. So, na gut, dann machen wir jetzt hinten die Tür auf. Nee, jetzt machen wir die Tür auf. Es, man meld, also da muss man mal, lieber Zuschauer, wie ihr bestimmt bemerkt habt, irgendwie, Benni hat ja nicht das Problem damit, irgendwie, wenn er von wilden Monstern angegriffen wird, sondern seine Achillesferse ist der schleichende Horror, wenn nichts passiert und wenn er keine Waffe hat. Ja, wenn ich. Also bitte genau. Haut in die Kommentare, wenn ihr ein paar geile Spiele habt, wo man sich nicht wehren kann, die Benni Let's Play muss. Ich würde sie so feiern. Na? Hier muss sich also keiner für Interaktion schämen. Da ist dunkel. Ja. Hallo? Gibt es eine Tasche? Ach, da kommt. Ach, da. Ja. Wir haben es im Video gesehen, was da jetzt kommt. Nee. Freunde, das machen wir nicht. Wir gehen nicht in den Brunnen. Nee. Hallo, wir bleiben hier. Guck mal. Ach, Mia, guck mal. Ist doch eine schöne Puppe. Oh, toll. Als ob ich jetzt da runtergehe. Ah. Dieser Drecksbrunnen. Hab ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ah. Wie kann denn das knarzen? Das sind Stein. Ich glaube nicht, dass die Steine sind, die knarzen. Das ist die Wiege. Das Krippen. Ja, die Kinderkrippe. Da war ja noch eine Wiege. Stimmt, du sagst das. Sie bewegt sich auch von ganz alleine. Kannst du bitte aufhören, dich zu bewegen? Ich wäre dir sehr verbunden. Ja, Benni.
Ja, ich weiß. Gibt nur einen Weg. Ja. So, kann ich denn wenigstens runtergucken? Nee, ich kann. Nee, rechts. Und links kann ich gucken. Und oh, okay. Schlüssel zum Sicherungskasten. Oh. Okay. Ich gehe wieder hoch. Was war das? Was? Oh, nee. Wo ist Rose? Rose! Hä? Kommt doch von hier. Nee. Ist nicht da. Okay, gehen wir erstmal zurück. Mal den Sicherungskasten an. Also ich muss mal wirklich sagen, irgendwie, jetzt beginnt das Spiel wirklich, wirklich gruselig zu werden. Ja? Vorher war eher so eine Hatzjagd irgendwie. ja, okay, alles klar. Ich hab mal einen kurzen Tapetenwechsel. Schön. Herzlich willkommen bei PT. Oder ist einfach jetzt nur das Licht aus und anders? Ich glaube, die Wände sahen schon vorher so aus, ne? Irgendwie einfach, bis das Licht aus ist, ne? Meinst du? Ich würde sagen, ja. Warum hat sich das... Ja, das denke ich mir auch gerade. Alles wird gut, alles wird gut. Cool. Yeah. Hallo, ich habe doch den Schlüssel. Jetzt muss ich den langen Weg gehen. So, jetzt haben wir erstmal gesaved. Ne? Man weiß ja nie, was da passiert. Oh, ist ja wirklich PT. Lässt grüßen, Alter. Quatsch, Visage. Folge dem Dickdarm, bitte. Macht ganz viel Sinn. Ja, man könnte wirklich sagen, wer hat da jetzt sich von wem was... Fuck you! Nix da! Was? Ist mir egal, ich hab einfach nur Grün gehört, ich geh jetzt hier weg. Aber wo willst du hin? In den Brunnen. Hin? Ich geh in den Brunnen. Ist mir... Ich kann nicht zurück. Was ist das? Dede! Geh mal dahin! Oh, was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Tschüss! Lass mich in Ruhe! Nimm mir doch einen Arm! Das hat doch nur Angst! Ich bin jetzt weg! Ich geh zum Sicherungskasten! Wo ist der scheiß Sicherungskasten? Da! Oh, ist das eklig, ey. Ja, entriegelt. Und, nimm das. Ja, jetzt nimm das. Bist du wieder zurück. Hering? Ohne Sicherung kommst du hier nicht weiter. Okay. Dann gehen wir zurück. Gar kein Problem für mich. Hallo, Puppen. Tschüss. Lässt du mich hier runter? Tschüss, Puppen. Wie, du klingelst jetzt das Telefon? Du klingelst jetzt nicht. Ja, guck mal, Tür geht auf. Auf, mach auf. Oh Gott. Gibt's hier irgendwo Waffen? Ich brauch Waffen. Du kannst dich ja nicht wehren, Alter. Also... Nee, bis auf das hier. Kann ich nichts machen. Kannst du wieder nur fliehen. So. Ich will eigentlich... Oh, na guck mal. Hier, schön ein paar Lose da auf dem Boden. Jo. Okay. Wieder ein Spiegel, wo wir uns selber nicht sehen können. Ein schönes... Ja. Tracht, eine schöne Tracht. Danke. Oh, hier, Visage. Oh. Sicherung. Ach, what the?
immer nach hin. Hast du den jetzt gerade aufgemacht oder hatte ich schon Leni gerade geöffnet? Nee, das habe ich gemacht. Ich habe nur ein F gesehen und dachte mir, drück mal auf F, mal gucken, was passiert. Was passiert jetzt? Also, wir sind jetzt in dem Schrank drin. So. Also, müssen wir uns vor dem Kind verstecken? Wahrscheinlich, irgendwie. So, na dann zurück zum Fahrstuhl. Also, so, zum Sicherungskasten. Hide-and-Seek-technisch bin ich ja gar nicht... Okay. Okay. Mach die. Weiter Schranktür. Schau. Dieses Atmen geht mir so auf den Sack, weil da lasse ich mich lieber schnappen. Bevor der da so einen Anfall kriegt, so einen epileptischen Anfall, keine Ahnung. Angst. Ich hab auch Schiss wie. Ja, dann laufen wir mal hier hoch. Oh! Oh Gott, Igitt, Alter! Wo kommt der? Kommt der durch die Tür? Nee, warte mal. Ich hab die Befürchtung, dass er da durchkommt. Nee. Ist das eklig! In den Schrank! Mach zu, das Ding! Vor allen Dingen, ich sehe ja nichts. Also, ich weiß ja nicht, wann der da draußen ist. Okay, ich weiß mal, da draußen ist. Gib mir nochmal ein Küsschen. Ist doch nur kalt, vielleicht hat er Hunger. Oder will man ein Bäuerchen machen? Scheiße! Nein, Benny, nicht! Nein! Ich bin schneller! Also, ich hoffe, ich bin schneller. Oh, du bist so ein YOLO-Typ, Alter, ey. Bin ich schneller? Ja, ich bin... Krass! Krass, Benny. Respekt! Ja, das... Respekt! Was hat der denn hier gemacht? Boah, Party! So, ne? Man weiß, ne? Ich bin zwar immer nicht so der Freund, aber ich mach mal den Steven. Safety first. Ich möchte von dir nicht einen Spruch mehr über Safen hören, Alter. Ey, ja, in so einer Situation ist es völlig... Das ist völlig gerechtfertigt. Ja, aber... ja, ist mir jetzt egal. Wir können entkommen. Sicherung. Mach auf hier. Ja, ist ja schön, dass du dich freust. Mein Geheimgang ist weg. Hatte ich den Schrank? Um den Tisch einfach nur rum. Hallo. Das ist aber auch ein süßer Kleiner. Komm, Chupapa. Ist der Fahrstuhl da? Da ist er. Nein. Geh nur da rein. Mach die Tür zu. Oh. Oh, ist das schon mit denen los, Alter? Was ist denn das für ein Spiel, ey?